Wenn mein Mäuschen gerade zuguckt oder der Werre, die kennen mich. Albrecht! Beeinflusst, waffenlos, Gesundheit, Resistenz, Überleben. Abgehärtet, abgehärtet. Ich bin abgehärtet. Charisma, hey, Schickimicki! Sie werden feststellen, dass es ein paar Cowboys mit einer Engelsstimme und einem Talent fürs Süßholzraspeln gibt. Da bin ich natürlich ganz weit oben angesiedelt, ja? Sektenguru. Ich bin schon ein Aushilfslehrer. Ich mache einfach überall eins dazu, oder? Falschen Sprache, Begleiter, Nervenstärke. Begleiter ist natürlich cool. Ich habe sehr gerne Begleiter bei Fallout. Ich laufe ungern alleine rum, weil ich Angst habe. Deswegen will ich Begleiter haben. Vergnügter Verkäufer. Finde ich, ist in Ordnung. Intelligenz. Da muss ich gar nichts lesen. Also bei mir ist es natürlich allwissend, ja. Aber ich kann jetzt nur noch begabt wählen. Ein cleverer Cowboy kann so gut wie alles. Vom Aussaugen ihres giftigen Schlangenbisses bis zum Reparieren ihrer gebrochenen Wagennasche. Was? Wagenachse. Wagenasche. Meiner Wagenachse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man nichts mit Wegen zu tun hat in dem Spiel. Man fährt nicht mit Wegen rum. Beeinflusst. Wissenschaft, Reparieren, Fähigkeitspunkte, Medizin. Ja, sau wichtig. Wollt ihr mich verarschen? Glück! I need luck! Oh. Ja, das ist ein recht normales Ergebnis. Aber nach dem, was Sie durchgemacht haben, sind das gute Neuigkeiten. Mhm. Nun, wir wissen, dass Ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus Ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn-Dung gemacht haben. Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen, um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen? Ist ja so eine Frau. Moment mal. Habe ich es gerade richtig gesehen? In Ordnung. Ich werde ein Wort sagen. Sie antworten mit der ersten Sache, die Ihnen dazu einfällt. Hund. Katze, ganz klar. Haus. Wenn mein Mäuschen gerade so guckt oder der Werre, die kennen mich. Einbrechen. Nacht. Nicht, dass ich schon mal eingebrochen bin, aber ich bin so jemand, der für den Rollladen... Rollladenklammern hat, ich schließe immer alles ab, wenn ich gehe, ich mache die Rollläden runter, weil, auch wenn ich jetzt, na gut, wenn ich einkaufen gehe, nicht unbedingt, aber ich kann es echt nicht haben, wenn hier eingebrochen wird, ich mag das nicht. Was hat er gesagt? Scheiße. Nee, Scheiße hat er nicht gesagt, naja, natürlich Traum. Bandit. Zerschmettern! Licht. Dunkel! Mutter. Deine Mutter! Keksdose. Ganz schön pervers. Ödipus-Komplex, mein Freund. Fürsorge. Gut, jetzt habe ich ein paar Aussagen. Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. 100%. 100%! Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Schwierig. Ich wurde so erzogen, dass man alles selbst machen soll. Aber ich, speziell bei Fallout laufe ich nicht gerne alleine rum, weil ich hier halt einfach Angst habe. Aber wenn es so ein Problem, ich meine, ist es jetzt meine, ist es schon meine Persönlichkeit, meine, doch. Ja, es trifft schon stark zu. Lieber, alleine sein, aber wenn was richtig gemacht werden muss, wenn etwas in meinen Augen richtig gemacht werden muss, ne, das kennen ja auch viele. Du machst das jetzt so, wie ich das will, es trifft schon stark zu. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Hey, das war was anderes. Er hat es einfach nochmal vorgelesen, die Pissnase. Was war das? Triff zu. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Oh, das ist schwierig. Das ist Mischmasch bei mir. Da gehe ich in beide Extreme. Ich sage einfach mal, triff zu. Weil das der Mittelweg ist. Bei vielen Sachen meckere ich voll rum, wenn was Neues... Ne, Counter-Strike, CSGO, no, nicht mit mir. Aber dann wiederum irgendein optimiertes Verfahren beim Schnippeln oder sowas. Geil. Triff zu. Ich gehe meine Probleme immer frontal und direkt an. Triff zu. Wir haben es fast geschafft. Was sagen Sie, wenn Sie sich das hier anschauen? Sagen Sie, was Sie sehen. Zwei Hunde? Eine zerbrochene Kette, eine chemische Reaktion, ein Schatten in einem Türrahmen... Eine nässende Wunde, eine wütende zweiköpfige Ameise. Das ist eine einköpfige Ameise, oder? Eine zerbrochene Kette. Eine chemische Reaktion mit, würde ich sagen, passt da am besten. Gut. Was ist damit? Ganz klar ein Fell. Ich sehe ein kostbares Kunstwerk. Das ist was Technisches aus dem Raumzeitalter. Ein Schiff auf dem Meer. Es ist mir peinlich zu sagen, wonach das aussieht.
Naja. Ja, das sieht aus wie so eine Rakete, die hochfliegt und unten. Also etwas Technisches. Und das letzte. Zwei Bären, die sich abklatschen, ganz klar. Ein Licht in der Dunkelheit, ein bärtiger Mann, ein Atompilz, ein Kopf auf einem Kissen. Zwei Bären, die sich so abklatschen, so je! Naja, also dann so eine Art Atompilz, so noch. Und oben sind diese zwei Dinger, aber. Ja. Mehr hat sie nicht geschrieben. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also werfen Sie besser selbst einen Blick auf die Ergebnisse. Schauen Sie, ob alles richtig aussieht. Okay. Ist völlig falsch, völlig falsch. Ja, Wissenschaft ist schon mal gut. Waffenlos muss jetzt... Nee. Ich bin überhaupt kein... Schleichen, nee. Also was mir sehr wichtig... Wissenschaft ist extrem wichtig, weil ich... Das braucht man halt im Spiel an sich auch, um die ganze Scheiße zu hacken. Ich denke, Sprache und Sprengstoff werde ich nehmen. Ah, Dietrich ist natürlich auch so eine Sache. Ich werde Dietrich nehmen und Sprache. Los. Fertig. Bevor ich Sie gehen lasse, brauche ich noch eine Sache von Ihnen. Ach ja? Führen Sie dieses Formular aus, damit ich ein Gefühl für Ihre Krankengeschichte bekomme. Nur eine Formalität. Ich glaube ja nicht, dass Kopfschüsse in Ihrer Familie eine Erbkrankheit sind. Zwei Eigenschaften habe ich. Begabt. Sie sind begabt, aber nicht erfahren. Sie erhalten +5 Punkte auf jede Fertigkeit, aber sie erleiden -10% auf jegliche Erfahrung, die von jetzt an erworben wird. Behindert. Aber sie erhalten +5 Punkte auf jede Fertigkeit, aber sie... Aber ich bekomme 10% weniger Erfahrung. Ich lese übrigens alles, auch wenn... Das ist jetzt langweilig, ich weiß. Nee, es ist nicht, weil ihr wollt es ja so. Ich lese auch die Dialoge, lasse ich immer zu Ende laufen. Brillenschlange, während sie eine Brille tragen haben... Nee, ich trage keine Brillen. Frühaufsteher. Ich lese nicht alles vor, wenn es total abwegig ist. Sie erhalten +2 Special-Attribute von 6 Uhr morgens. Seid ihr behindert? Sie sind von Natur aus gutmütig und lösen Probleme lieber mit Grips als mit Gewalt. Sie erhalten +5 auf falschen Medizin reparieren. Das ist nicht schlecht. Das hört sich ganz nach mir an. Vor allem reparieren Wissenschaft und Sprache. Oh, das ist schon geil. Hamsterer. Ihre Tragekapazität ist um 25 Pfund erhöht, aber sie allein jedes Mal -1. Warte, wenn sie das Gewicht. Wenn ihre Gesundheit unter 50% fällt, erhalten sie. Ne. Aufgrund ihrer geringen Körpergröße haben sie. Wildes Ödland vereint die bizarrsten und albernsten Elemente des postnuklearen Amerikas. Amerika. Nicht empfohlen für schwache und humorlose Gemüter. Ist gekauft. Ich bin runtergegangen, weil ich das noch kannte. Da unten ist irgendwas Geiles. Das müssen wir, ne? Sie können Waffen von Splittergranaten bis zum Wurfspeer schneller werfen. Sie feuern Schuss und Energiewaffen schneller, aber weniger genau ab. No, ruhiger Finger, sie feuern Schuss, aber genauer ab. Nichts ist für die Ewigkeit. Der Flammenwerfer, der doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lang. Masse statt Klasse. Der Schaden ihrer Nahkampfangriffe. Ne, ich bin keine. Logans Hintertürchen. I. Keiner schickt sie aufs alten Teil, denn sie bleiben auf ewig jung. Und Stufe 30. Sie werden nie wieder von. Ist ja lächerlich. Sie haben Angst vor geschlossenen Räumen. Sie haben 10 Aktionspunkte mehr, aber durch ihr tollkühnes Wesen erleiden sie 15% mehr Schaden durch Angriffe. Nein! Ich bin gerade etwas abgelenkt. Mein Hase flippt aus. Und ich, so. Heißblütig. Wenn ihre Gesundheit... haben wir vorhin schon gehabt. Also, ich fand hier folgendes ja nicht schlecht. Gutmütig. Aber Hamsterer ist natürlich auch nice. Aber dann wiederum dieses... Wer schießt schon mit der Energiewaffen, oder? Oh. Naja, das kann ich ja wieder aufholen. Ah, Sprengstoff. Ich hantiere schon gerne mit Sprengstoff. Was nehmen wir denn da jetzt? Schnell, hopp! Bevor ich jetzt noch lange rumpimmel und ihr euch voll langweilt, weil... Ich bin ein zarter Fuchs. Naja, machen wir, wir sind...
Ich mach doch gutmütig. Das mit den Waffen und sowas kann ich wieder aufbessern. Fertig!